Yo, was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 16 mit Manchester United. Ja, wir sind heute ein letztes Mal zurück bei der Karriere mit den Red Devils. Und zwar steht heute nochmal so der Saisonabschluss an. Der Rückblick auf die Saison, der Ausblick auf die kommenden Herausforderungen. Ja, wir werden also jetzt nochmal zurückschauen und ich werde natürlich heute bekannt geben, wie es denn da weitergehen wird allgemein mit den Videos auf meinem Kanal. Was wird kommen, was wird nicht kommen. So, wir simulieren jetzt aber erstmal vor. Und da sehen wir schon, ja, wir müssen erstmal ein bisschen verhandeln, weil es sind einige Spieler vertreten, die was hier auslaufen. Zum einen mit Michael Carrick. Wobei, ihn wollte ich ja eh über die ganze Saison immer verkaufen. Und hat leider nicht geklappt. Dann haben wir Fletcher, ein junger Stürmer. Ja gut, wir werden jetzt einfach mal alle anfragen, dass sie verlängern. Und ganz ehrlich, die meisten werden es eh schon wissen. Ich werde keine weitere Saison mit Manchester United machen. Weil normalerweise, also mir reicht immer eine Saison und die zweite Saison, die wäre dann immer so ein bisschen, ja, ich weiß nicht. Da sind die Teams dann schon so komplett zusammengekauft von den anderen. Man hat es jetzt zum Schluss gesehen. Und ja, vielleicht versteht es ja der ein oder andere. So, dann gehen wir hier mal weiter. Ich muss die ganz kurz mal alle verhandeln. Und da haben wir es gleich. Mal schauen, ob das dann alles so klappt, wie das meint. Ja, wie wird es denn weitergehen? Also, heute ist der letzte Part. Heute soll irgendwo Donnerstag rum sein. Das heißt, ich bin fett im Urlaub. Geile Scheiß. Und ja, weiter geht's auf jeden Fall erstens mit der Europameisterschaft mit Deutschland. Ja, das ist der erste Plan. Die wird als erstes kommen. Und da werden morgen wahrscheinlich schon die ersten Videos dazu kommen. Und ja, dann sind wir wieder weiter. Vertragsverlängerung. Ibrahimovic hat verlängert. Und was ist mit diesem Tuan Cebe? Keine Ahnung, wie er ausspricht. Den müssen wir nochmal anfragen. Okay, dann machen wir das ganz kurz. Ja, wir werden auch diesmal auf die... wie heißt denn auf die... Ach, sagt es Leute. Mir fällt es gar nicht ein. Auf die Verbesserungen der Spieler mal genauer schauen. Da werden wir auf jeden Fall gleich mal drauf schauen. Ja, wir simulieren nur ganz kurz vor. Da sehen wir Rückkehr ausgeliehener Spielerwelt kommt zurück. Fletcher kommt zurück. Und außerdem kommt Wilson zurück. Und es kommt Powell zurück. Und es kommt... Gut, der Tuan Zube kam jetzt am Arsch lecken. Wire kommt zurück und Carrick hat auch verlängert. Okay. So, Memphis Depay möchte auch ein bisschen mehr verdienen. Ja, für mich war Memphis Depay einer der Spieler, auf den ich mich extrem gefreut habe bei Manchester United. Und ja... Ich muss auch sagen, er hat mich nicht enttäuscht. Wo ist denn Depay? Ah, der verdient ja voll wenig Geld. Ja, der hat sich auf jeden Fall einen ordentlichen Boost verdient beim Gehalt. Hätte ich es mal gesagt, weil er hat sich jetzt echt verdient, ja. Gelingt und dieser wird auslaufen, glaube ich mal. Ja, ganz kurz Training. Ja, das können wir einfach ganz mal schnell simulieren. Und dann schauen wir mal drauf, wer hat sich denn wie verbessert und wie geht's weiter. Jesse Lingard geht sogar noch auf die 74 hoch. Auch nur ganz nett. Und vielleicht sogar nur auf die 75 werden wir vielleicht auch noch schaffen. Gut, also dann schauen wir uns die Mannschaft an von Manchester United. Wir fangen an bei unserem Torwart David De Gea. 58 Einsätze, 24 Mal ist er ohne Gegentor geblieben. Hat eigentlich in den meisten Partien guten Eindruck hinterlassen. Ab und zu war mal ein, zwei Fehler dabei. Aber ganz ehrlich, er ist ein guter Torhüter. Hat sich leider nicht verbessert, ist bei 86 geblieben. Mit 25 Jahren hätte ich mir eigentlich schon gedacht, dass er sich vielleicht ein bisschen verbessert. Naja, passiert halt. So, Matteo Darmian, Rechtsverteidiger. Ja, ordentliches Spiel, hat mir sehr gut gefallen. Für mich einer der überzeugendsten Rechtsverteidiger mit 82 Gesamtspieler. Er hat plus 1 dazu bekommen, eine Torvorlage hat er geliefert bei 42 Einsätzen. So, dann haben wir unser Fels in der Brandung in den Innenverteidigung. Chris Smalling, 84, eine plus 2 hat er bekommen, 46 Einsätze, kein Tor, keine Vorlage. Trotzdem eine gute Saison von ihm, war ein wichtiger Bestandteil unserer Abwehr. So, als nächstes haben wir dann Manolas. Den haben wir ja geholt für 40 Mille von AS Rom. Ja, 43 Einsätze. Er hat zwei Tore gemacht und eine Vorlage. Beide Tore waren nach einer Ecke, das weißt du ganz genau. Ja, hat mir gut gefallen zu spielen. War ein guter Innenverteidiger. Kann ich echt empfehlen, den zu kaufen. Gut, die 40 Millionen Euro ist natürlich eine Ansage, aber trotzdem ganz, ganz gut eigentlich. Schade, dass er sich mit seinen 24 Jahren nicht weiterentwickelt hat. Also 83, da hätten plus 1 oder plus 2 drin sein können. So, dann haben wir
Ja, den guten Tremolinas, den haben wir in der Winterpause geholt, weil wir heute einen zweiten Linksverteidiger gebraucht, neben Luke Shaw. Ich muss sagen, Tremolinas gefällt mir besser als Luke Shaw. 21 Einsätze hat er in der Rückrunde bekommen. 14 Millionen Euro hat er gekostet. Ich war gut mit ihm zufrieden. Mit seinen 30 Jahren ist er, finde ich, ein Spieler mit sehr viel Können. Ja. So, dann kommen wir zum nächsten. Morgan Schneiderlin. Hat mir auch gut gefallen. 2 Tore geschossen, 5 Vorlagen bei 47 Einsätzen. Auch ein wichtiger Spieler. Durfte auch verdammt oft spielen. Ja. Ganz ordentlich. So, und jetzt natürlich der Ex-Bayern-Spieler, Bastian Schweinsteiger. Plus 2 hat er bekommen. Das ist zum Beispiel, was ich jetzt nicht verstehe. Er ist 31 Jahre alt und verbessert sich dann noch auf eine 87 mit plus 2. Unglaublich. 42 Einsätze, 5 Tore, 4 Vorlagen. Man merkt halt, dass er ins Alter kommt, die Geschwindigkeit nimmt ab und er wird allgemein träge. Aber trotzdem ist er immer noch einer von den Besten auf der Welt. Ja, dann kommen wir zum nächsten, zu Anthony Martial. 40 Einsätze, 9 Tore, 6 Vorlagen. Da muss ich sagen, am Anfang war es ja so, Martial und Rooney haben ja 2 Stürmer gehabt, konnten immer abwechseln. Dann hat sich zuerst Martial verletzt, dann war Wayne Rooney mein einziger Stürmer. Dann hat sich allerdings Wayne Rooney für 3 Monate verletzt, dann war Martial mein einziger Stürmer. Und ich weiß nicht, ich war mit ihm als Stürmer jetzt nicht so glücklich. Seitdem ich ihn allerdings auf der rechten Mittelfeldposition eingesetzt habe, in den letzten Spielen, habe ich ihn unglaublich gefeiert. Also, Leute, setzt ihn nicht im Sturm ein, setzt ihn auf der rechten Mittelfeldposition ein, da werdet ihr unglaublich glücklich mit ihm. Hat eine plus 3 bekommen, eine 82 insgesamt. Ich feiere ihn auf der rechten Seite extrem. So, dann ein Spieler, auf dem ich mich eben richtig gefreut habe. Memphis Depay. Eine unglaubliche plus 5 hat er bekommen. 86 Gesamtspielstärke zum Schluss. Ich glaube, den kann man nur locker auf 90 hochbringen, weil er ist eben erst 22 Jahre alt. Man kann ihn mindestens nur locker über 90 bringen. 59 Einsätze, 13 Tore, 12 Vorlagen. Hört sich nicht nach den besten Werten an, allerdings er war extrem wichtig für mein Team und es hat extrem viel Spaß gemacht, mit ihm zu spielen. Memphis Depay, ja. Es war mir eine Ehre, mit dir gespielt zu haben. So, dann haben wir eingekauft. Und zwar ist der gute Mann Isco. Den haben wir für 58 Millionen Euro von Real Madrid verpflichtet. 44 Einsätze hat er bekommen. 15 Tore hat er geschossen. 13 Vorlagen. Auch ein wichtiger Spieler. Wobei er zum Schluss jetzt deutlich an seiner Leistung abgebaut hat. Also er hat wirklich sein Hoch in der Mitte der Saison gehabt. Und zum Schluss ging es dann immer und immer und immer weiter bergab. Trotzdem ein klasse Spieler. Schade, dass er sich nicht verbessert hat. Hätten wir gewünscht. Ja, und dann kommen wir zu unserem Top-Torjäger. Er heißt Wayne Rooney. Er hat ein plus 2 bekommen. 87 hat er damit erreicht. Für mich der stärkste Spieler wahrscheinlich im Kader. Ja, 46 Einsätze, weil er eben 3 Monate verletzt war. Davon hat er 25 Tore geschossen. Also in jedem zweiten Spiel mindestens ein Tor. 6 Vorlagen hat er auch noch geliefert. Und ja, extrem geiler Spieler. Hat mir gefallen. Hat mir echt gefallen. Vor allem hat die letzten 3 Tore im FA Cup, die waren unglaublich gegen Manchester City im Finale. So, dann haben wir noch eingekauft, und zwar jetzt der Zlatan Ibrahimovic. Für 25 Mille haben wir den von Paris gekauft, der eigentlich, hier haben wir gedacht, für 25 Mille ist ein Ibra ein Schnäppchen. 22 Einsätze hat er in der Rückrunde bekommen, 6 Tore hat er geschossen mit 2 Vorlagen. Ja, hat mir gut gefallen, wobei er ist halt, ich glaube, er passt nicht so wirklich zu dem Spielstil von Manchester United, weil er ist halt träge und ich brauche eher windige, schnelle Spieler. Gut, Rooney ist es auch nicht unbedingt schnell und windig, aber er passt einfach besser zu. Aber trotzdem, ich will mich über Zlatan Ibrahimovic nicht beklagen. Er hat wichtige Tore geschossen in Mannsituationen, die uns da weitergebracht haben. So, dann haben wir Johannes Geist. Von dem muss ich sagen, der hat vor 18,5 Millionen Euro gekauft von FC Schalke 04. Hat eine plus 2 bekommen, 81 also mittlerweile insgesamt. 17 Einsätze in der Rückrunde, 2 Tore, 4 Vorlagen. Aber ich muss leider sagen, er hat mich enttäuscht. Also ich hätte mir wirklich ein bisschen mehr von ihm erwartet. Ich weiß nicht, ich war irgendwie voll gehypt auf diesen Spieler, aber er hat dann irgendwie... Klar, die 2 Tore, was er geschossen hat im Kapitel One Cup und im Barclays Premier League, das waren die 2 entscheidenden im jeweiligen Spiel. Aber trotzdem, ich weiß nicht, ich hätte noch ein bisschen mehr von ihm erwartet. Hat leider nicht so bei mir gefunkt. So, dann Innenverteidiger Marcos Rojo. 29 Einsätze, 1 Tor geschossen, solider Innenverteidiger. Mehr kann man darüber eigentlich jetzt nicht sagen. So, dann kommen wir zum nächsten, Ander Herrera.
Ja, ich muss sagen, in der Hinrunde hat er mir gar nicht gefallen. Da hätte ich ihn sehr, sehr gerne verkauft, weil ich fand ihn einfach nicht so toll. Aber in der Rückrunde, da hat er dann auch nochmal ganz schön Sympathiepunkte bei mir gesammelt. 40 Einsätze hat er bekommen, 5 Tore, 3 Vorlagen. Und wie gesagt, zum Schluss fand ich ihn nicht mehr so schlecht. Da fand ich ihn echt eigentlich feierbar. So, dann kommen wir zu Alex Teixeira. Er hat 37 Millionen Euro gekostet von Schachtar Donetsk. Ist leider nicht besser geworden. Immer noch eine 82. Aber ganz ehrlich, Leute, das war auch eine Bombe, war das. Das ist eine richtige Bombe, dieser Alex Teixeira. 42 Einsätze. Am Anfang hat er so ein bisschen gebraucht, bis er in Fahrt kam. Aber zum Schluss hat er es nochmal richtig laufen gelassen. Da hat er nochmal richtig zugelangt. Fand ich sehr, sehr toll, ihn zu spielen. Echt ein guter Spieler. Kann ich empfehlen. So, dann kommen wir zu Juan Mata. 47 Einsätze, davon hat er 2 Tore und 7 Vorlagen gemacht. Ja gut, Juan Mata ist halt auch schon ein bisschen Manchester United. Ja, gut, er war natürlich vorher beim FC Chelsea, bevor er zu Manchester United gegangen ist. Aber ich finde ihn trotzdem nicht schlecht. Nee, ich fand ihn jetzt nicht schlecht. Wobei ich sagen muss, auf der rechten Seite finde ich Martial besser als Mata. Das ist einfach so, Martial ist einfach für mich einer der wichtigste auf der rechten Seite gewesen. So, dann kommen wir zum nächsten. Zu Maroon Fellaini. Ja, mein Gott, hatten wir mit dem einen Spaß. 50 Einsätze hat der Gute bekommen. Und die meisten Tore hat er nach Joker-Toren geschossen. 7 Tore, 6 Vorlagen. Maroon Fellaini. Ich bin mir echt mit dem durchgedreht. Ich glaube, der hat fast jedes Tor als Joker geschossen. Er kommt, bam, Tor. Er kommt, bam, Tor. Es ist eine Legende, dieser Junge. Den habe ich echt gefeiert. Den habe ich richtig gefeiert. Gut, dann kommen wir zum nächsten, Ashley Fletcher, zu dem sei, keine Ahnung, der war ausgeliehen. Wilson war ausgeliehen, Bruno Paris, den haben wir noch verpflegt. Für 20 Mille von UFC Turin haben wir ihn geholt. 28 Einsätze, 2 Tore, hat mir auch gut gefallen auf dem rechten auf der rechten Verteidigerposition. Matteo Damian und er, die passen, glaube ich, ganz gut zusammen. Wechseln sie immer ganz gut ab, fand ich eigentlich ganz, ganz cool. So, dann haben wir einen, bei dem ich auch nicht so wirklich wusste, ob ich ihn jetzt haben will oder nicht. Adnan Januzaj, er hat eine Plus 5 bekommen, er hat mit 80 Gesamtspielstärke. Aber irgendwie, am Anfang fand ich ihn cool, dann fand ich ihn irgendwann zwischenzeitlich scheiße, dann fand ich ihn wieder cool. Und jetzt zum Schluss bin ich nicht von ihm überzeugt, ne. Er hat zwar 6 Tore geschossen, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht. Er ist einfach nicht das Richtige, er ist einfach nicht das Richtige, finde ich. Ist meine Meinung, jeder kann seine eigene Meinung haben. Jetzt kommen wir zum nächsten. So, Jesse Lingard, der hat 28 Einsätze bekommen, 2 Tore. Gut, er ist halt verdammt schnell. Er hat halt, ja gut, so schnell ist er eigentlich gar nicht, aber ich finde ihn verdammt schnell. Und ja, er kann sich bestimmt noch gut entwickeln. Allerdings nicht bei mir. So, Luke Shaw, plus 2 hat er bekommen, 80 Gesamtspielstärke zum Schluss. 43 Einsätze, er hat sogar ein Tor gemacht und 2 Vorlagen. Allerdings muss ich sagen, wie gesagt, er muss sich noch ein bisschen mehr reinhängen und dann wird er an Tremolinas wieder vorbeiziehen. Und ja, den haben wir auch ausgeliehen gehabt, den haben wir ausgeliehen gehabt. Phil Jones, finde ich ein... Er ist einfach ein Biest hinten drin, er ist so richtig bergig und ja, plus 1 auf 81 ist er hochgegangen. Er ist einfach ein Fels, er ist einfach ein lockerer Fels, der was da drin steht. Zum Schluss hat er mir sehr, sehr gut gefallen. Und ja, da kommen wir zu Sergio Romero. Ersatztöter, 10 Einsätze hat er bekommen, vielleicht ein bisschen zu wenig, ich glaube ein bisschen mehr spielen lassen sollen. Trotzdem hat er eine gute Leistung gegeben, fand ich. Ja, dann kommen wir zu Antonio Valencia. Der hat sich leider verletzt. Er ist ja für fast die komplette Rückrunde ausgefallen. War, glaube ich, 4 oder 5 Monate verletzt. 19 Einsätze, 4 Vorlagen. Ja, mehr kann man dazu auch nicht sagen. Dann kommen wir zu Ashley Young. Ist, wo für Wechsel immer sehr, sehr gerne. Also Ashley Young, 30 Einsätze, 4 Tore, 5 Vorlagen. Habe ich ja überwiegend zu Beginn der Saison immer als Linksverteidiger eingesetzt, weil er eben keinen anderen Linksverteidiger hatte. Hat mir da gut gefallen. Sonst, ja, er ist einfach einer, dem was ich überall spielen lassen kann. Ist eigentlich ganz cool. So, dann kommt zu Michael Carrick, den wollte ich die ganze Zeit schon los haben. Mehr muss ich dazu, glaube ich, nicht sagen. So, Victor Valdez, der war ausgeliehen. Der Rest ist alles ausgeliehen. Gut, da haben wir die Mannschaft gesehen und wir sehen auf jeden Fall, der Spieler mit den meisten Einsätzen heißt Memphis Depay. Wo haben wir denn die guten? 59 Einsätze. Top-Torjäger natürlich. Wir können ja mal ganz kurz durchschauen, wer Top-Torjäger geworden ist. Ich glaube, es müsste eigentlich Wayne Rooney sein mit 25 Toren. Ich glaube, da wird kein anderer hinkommen. Teixeira, Isco und Memphis Depay haben auch gut getroffen. Aber sonst kommt da keiner hin. Gut, das war's mit unserem Team. Wir können uns den Teamrang anschauen. Da steht Wayne Rooney vorne vor Ibrahimovic. David hier, Isco, Memphis Depay hat jetzt leider durch seine Verletzung ordentlich Punkte eingebüßt.
Ja, der beste Spieler, also ich muss sagen, die ganzen Durchschnitte, die sind schon ganz schön schlecht. Also Rooney, die haben keinen einzigen grünen Bereich zum Schluss. Eieiei, da müssen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal ein bisschen was dran machen. So, wir zoomen hier mal ganz kurz vor. Kriegen auf jeden Fall hier die Bestätigung, dass einige Spieler auf Nationalmannschaftseinsätze unterwegs sind, weil Europameisterschaft steht an. Und Chris Smalling wird uns verlassen. Ach komm schon. Ach gut, dass wir keine zweite Saison mehr spielen, sonst wären wir jetzt Chris Smalling los. Das wäre auch ganz bitter. So, hier muss man alles einfügen und dann nur mal ganz kurz simulieren. Vielleicht steigt der Jesse Lingard nur mal ganz kurz auf. Er verbessert sich auf jeden Fall. Martial auch. Martial, der könnten wir. Ja, wir sind ja Nationaltrainer von Frankreich. Also es wird auf jeden Fall. Jetzt kommen wir wieder ein bisschen runter. Also, ich sag mal ganz kurz, wie es weitergehen wird. Erstens, morgen geht's los mit der Europameisterschaft mit Deutschland. Da werden wir schauen, dass wir Europameister werden. Anschließend wird die Europameisterschaft mit Frankreich kommen. Ja, da werden wir natürlich auch schauen, dass wir das Ganze mit Frankreich schaffen. Und danach, haltet euch fest, ich habe noch kein Name für dieses Projekt, aber ich werde mir meine eigene Liga erstellen mit den 20 besten Teams. Und es wird weitergehen mit dem FC Bayern München. Ja, wir werden mit den Bayern gegen die 20 besten Teams in einer Liga spielen und schauen, ob wir diesen Titel davontragen können. Das ist das nächste Projekt, das ich geplant habe. Die meisten werden jetzt sagen, scheiß Bayern schon wieder. Aber ganz ehrlich, ich liebe die Bayern. Die Bayern sind der geilste Club der Welt. Und deswegen geht es mit dem FC Bayern München weiter. Vielleicht wird auch eine weitere Saison aus Spanien kommen. Und dann wird sowieso bald FIFA 17 kommen. Also von dem her, die Zeit verrennt wie im Flug. So, wir sehen uns ganz kurz vor. Und dann geht es also nochmal einen Blick auf die Pokale zu werfen. Ja, wir werden nochmal ganz kurz die ganzen Pokale durchschauen. Und zwar fangen wir beim bittersten Wettbewerb an, bei der Barclays Premier League. Wir haben es nicht geschafft, Meister zu werden. Wir haben einfach zum Schluss der Saison viel zu oft gepatzt. Wir haben Siege gegen den FC Arsenal in letzter Sekunde hergeschenkt. Wir haben den Sieg gegen den FC Bournemouth in letzter Sekunde hergeschenkt. Wir haben gegen Leicester City verloren. Das waren die drei Spiele, die uns die Meisterschaft gekostet haben. Hätten wir die gewonnen, dann wären wir Meister. Aber so müssen wir uns leider mit Platz 2 zufrieden geben. Der FC Chelsea war besser. Das muss man einsehen. Die Tottenham Hotspur auf Platz 3, der FC Arsenal auf Platz 4, der FC Everton auf Platz 5, Swansea City auf Platz 6, Newcastle United auf 7. Dann die zwei Enttäuschungen für mich. Liverpool, Manchester City auf Platz 8 und 9. Vor allem Manchester City, ey Leute, die sind nochmal überragend, aber keine Ahnung. So, Stoke auf Platz 10, Crystal Palace auf 11, West Ham United auf 12. Der FC Sunderland auf 13, West Bromwich auf 14, Leicester City, die Überraschungsmannschaft in Wirklichkeit, die wahrscheinlich englischer Meister wird, auf Platz 15, Norwich City und Aston Villa auf 16, 17, abgestiegen sind der FC Bournemouth, Watford und der FC Southampton. Soweit zu dem Pokal, dann gehen wir weiter zum Emirates FA Cup, den haben wir gewonnen, jawohl, den haben wir beim letzten Mal gewonnen gegen Manchester City. War ein schwieriger Weg, wir haben nie so wirklich starke Gegner gehabt, immer 3:1. Ey Leute, schaut, es waren immer 3:1 gewonnen. Achtelfinale 3:1, Viertelfinale 3:1, Halbfinale 3:1 und im Finale 3:1. Ich würde mal sagen, den Pokal nehmen wir 3:1. Zerstört, Junge. Okay, Spaß beiseite. Ja, stimmt, da haben wir ja gegen den FC Chelsea auch rangemusst im 16. Finale. Das war ein heißes Ding. So, Kapitel 1 Cup, auch den haben wir gewonnen. Auch den haben wir gewonnen im Finale gegen den FC Arsenal. Das war ein schweres Spiel, das war nur ein 1:0, aber trotzdem haben wir es geschafft. So, American Challenge Cup, ja, das war das Vorbereitungsturnier, mein Gott, das haben wir auch gewonnen gegen Real Madrid. Da haben wir gegen Juventus Turin 2:0 gewonnen, ja. Und hier haben wir es leider nicht geschafft. Da habe ich mich echt so ein bisschen blamiert, muss ich sagen. Also ich habe nicht gedacht, dass die Auswärtstorregel in der Verlängerung zählt. Und deswegen haben wir gegen Juventus Turin, sind wir rausgeflogen. Aber der Gewinner heißt in der Champions League der FC Barcelona. Barca hat es also mal wieder geschafft, besiegt Juve im Finale und wir gehen dann weiter Richtung Europa League. Und da sehen wir schon, da waren die deutschen Teams weit mit vorne dabei. Borussia Dortmund und der FC Augsburg waren beide im Halbfinale und beide sind ausgeschieden. Und zum Schluss gewinnt Paris im Finale gegen Olympique Marseille mit 3:0. Ja, stark gemacht von Paris, sag ich mal. Gut, dann, gut, die EM kommt beim nächsten Mal dann. Wir können natürlich auch noch auf die Top-Träger schauen, in den jeweiligen Pokalen. Also, der Barclays Premier League Top-Träger Dumbia. Bester Spieler von uns, Wayne Rooney mit 11 Toren. Isco müsste eigentlich da auch dabei sein. Jawohl, Isco mit 9 Toren. Und das war es dann auch leider schon, okay.
Vom Meister vom FC Chelsea ist nur Costa auf Platz 12 und Pedro auf 20 und Willian auf 24. Beinahe, die waren auch nicht gerade überragend. Top-Vorlagengeber Isco. Ohne Gegentore. Kott war 18 Mal ohne Gegentor. Ja, ach du Scheiße. 14 nur David hier. Ja gut, da sieht man auch, wo Chelsea seine Stärken gehabt hat in dieser Saison. Mit den gelben Karten hat einer richtig zugelangt. Vertonghen bei Newcastle. Lucas Leiva vom FC Liverpool und zwei Stück von Leicester City. So, da haben wir die roten Karte. Tete. Drei Stück. Auch eine ordentliche Leistung. Und ja, dann schauen wir Emirates FA Cup. Top-Tilger Wayne Rooney ist auch zum Man of the Turnier geworden. Top-Vorlagengeber. Gut, da gibt es viele. Ohne Gegentor, auch hier uninteressant. So, dann gehen wir zum nächsten Pokal, zum Kapitel One Cup. Und da sind wir schon bei den Top-Torjäger. Danny Welbeck, bester Manchester United, war von Isco. Und Fellaini war mit dabei. Fellaini, unser Joker, eine verrückte Nudel. Top-Vorlagengeber Memphis Depay. Bei den Torhüter, da wird er hier auf Platz 2. Mit zweimal. Jo, und dann schauen wir in die wichtigen Pokale rein. Und zwar einmal... Gut, der American Challenge Cup, der ist scheißegal. Da haben wir auch, boah, da haben wir echt übel viel getroffen. Rooney, Januzaj, Depay. Da kommt eine ganze Realmauer. Also Wahnsinn. Gut, aber jetzt gehen wir in die Champions League. So. Und wir sehen irgendwie schon, dass der FC Barcelona das Ding absolut verdient gewonnen hat. Suarez, Neymar und Rakitic. Alle drei unter den besten vier Top-Torjägern. Das ist meine Ansage. Suarez und Neymar. Danach kam Griezmann. Wir haben ja Atletico herausgeschossen. Dann ist Messi nur auf Platz 8 mit 4 Toren und wir mit Manchester United, ist da überhaupt einer dabei? Ja, Rooney mit 3 Toren. Ja, zum Schluss muss ich sagen, Barca hat das souverän gemacht. Ich glaube, wir hätten am Finale auch gegen Barca keine Chance gehabt. Die sind einfach so brutal stark. Ich glaube, die hätten uns den Boden gestampft. So, bei den Vorlagen Messi, Neymar. Juve war einfach die beste Mannschaft des Turniers. Fertig. David hier zwar der beste Torhüter vor Buffon. Es hat allerdings für uns nicht fürs Finale gereicht. Das fand ich sehr, sehr schade. Und ja, dann kommen wir nur zur Europa League. Da sehen wir Aubameyang, bester Torjäger mit Gomez. Aber gewonnen hat das Paris Saint-Germain. Und die haben hier nur Cavani mit 4 Toren. Aber die haben es gut gemacht. Coutinho bei Paris, alles klar. Kevin Trapp, bester Torhüter mit Bürki zusammen. Trotzdem hat es Paris geschafft. Gut, das war's soweit mit dieser Statistik. Wir schauen mal ganz kurz, was wir noch anschauen können. Ich vergesse immer nicht so gerne mal was. Wir könnten noch... Meine Karriere, können wir auch noch ganz kurz drauf schauen. Höchster Sieg war gegen Leicester City, ein 5:1. Die höchste Niederlage gegen unser Erzrivalen Manchester City. Rekordablöse haben wir 58 Millionen Euro gezahlt. Und ja, viel haben wir nicht verkauft. Trotzdem, 68 Spiele waren es. 47 haben wir gewonnen, 14 Unentschieden, 7 Niederlagen. 123 Tore, allerdings auch 50 Gegentore. Ja, Champions League sind wir bis ins Halbfinale gekommen. Emirates FA Cup und Kapitel One Cup haben wir gewonnen im nationalen Pokal. Leider, leider nicht den Pokalsieg gewonnen. Gut, soweit dazu. Jetzt bin ich am Überlegen, was könnt ihr euch noch zeigen? Andere Ligen, stimmt, da können wir auch nur ganz kurz drüber fliegen. Also Argentinien interessiert keinen, Belgien auch nicht. Wobei, das ist der Anderlecht, ja super. Chile ist langweilig. Deutschland, hey, Bayern ist Meister geworden. Was für eine Überraschung. Freiburg und Düsseldorf sind ausgestiegen mit Ding und Wissen. Red Bull, Rasenballsport Leipzig, Platz 6. Okay, die werden ja wahrscheinlich wirklich heraufsteigen. Da bin ich auch schon gespannt, was daraus wird. Ja, hier sind wir England, Frankreich, Paris mit 110 Punkten. Ach du Alter Schwede, die haben von 38 Spielen 36 Spiele gewonnen und 2 Unentschieden, obwohl ich den Ibrahimovic weggekauft habe. 98 Tore, Alter, was waren das für eine Saison von Paris Saint-Germain? Ach du Scheiße. Das ist meine Ansage. So, Meister in England. Ja, Juve war zu erwarten. Dann Kolumbien interessant, Mexiko, Niederlande interessiert auch keinen. Wir wollen nur nach Spanien. Wobei Portugal ist vielleicht auch interessant. Sporting vor Benfica, Porto hat abgekackt. Und Russland, ZSKA Moskau vor Zenit, Spartak Moskau. Aber es war auch sehr, sehr eng. Ja, wo ist denn Spanien? Spanien, Spanien. Oh, Barca hat's gemacht. Barca hat's gemacht. Vor Real Madrid, der FC Valencia, Atletico nur Fünfte. Aber der FC Barcelona hat es mal wieder gerockt. Türkei besiegt das vor Fenerbahce und vor Galatasaray. Und ja, das war's dann soweit. Gut, das bedeutet, wir sind jetzt eigentlich soweit durch. Ihr wisst jetzt nicht mehr, was ich großartig zeigen soll.
Und deswegen würde ich sagen, wir machen hier mal ganz kurz einen Schnitt, weil ich muss die Europameisterschaft hier aufnehmen. Wir sind schon mit Frankreich, müssen gegen Bulgarien, gegen Italien, gegen Schottland in der Gruppenphase. Sind machbare Gegner, wobei Italien schon eine Ansage ist. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann nach den drei Spielen hier wahrscheinlich am 30. Juli wieder. Also, ich mache einen ganz kurzen Schnitt, dann sehen wir uns gleich wieder. Und da wären wir nun angekommen am Ende der Saison. Ja, es war eine tolle Saison. Man muss jetzt mal ganz kurz nochmal zurückblicken, bevor ich jetzt auf Saison beenden klick. Also, es war wirklich viele Aufs, viele Ups. Da muss man überlegen, wir sind katastrophal in dieser Saison gestartet. Wir waren 10 Punkte hinter dem FC Chelsea. Dann haben wir uns wieder zurückgekämpft, waren dann sogar stellenweise Tabellenerster, haben dann wieder den Faden verloren und zum Schluss haben wir einfach nicht mehr gefunden, den Faden. Wir haben die wichtigen Spiele, die punktwichtigen Spiele haben wir verloren. Die Niederlage gegen Leicester City war sehr, sehr bitter. Und hier sind wir nochmal das Old Trafford heute zum letzten Mal. Ja, wie gesagt, es wird nicht weitergehen mit Manchester United. Ich fand die Saison so ganz gut. Klar, wir könnten jetzt nochmal spielen und Meister werden, aber die Teams, die werden dann so verändert sein und die Weisen. Ich mag das immer nie und deswegen werde ich meine eigene Saison spielen. Mit den besten Ligen, mit den besten Teams aus der Welt. Aber dazu werden Infovideos demnächst kommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall riesig fürs Zuschauen bei euch. Klasse für die Unterstützung. Bei FIFA 17 wird es auf jeden Fall wieder eine Karriere geben in England. Mit wem? Keine Ahnung. Das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall sei danke fürs Zuschauen an dieser Stelle. Würde ich nochmal ganz, ganz viele Danke, danke an euch. Und ja, ich gehe jetzt auf Saison beenden. Gute Saison. Vor Beginn hätten wir uns für die Champions League qualifizieren müssen. Das haben wir geschafft. Außerdem haben wir ja, das Ziel der Champions League haben auch erreicht. Und im nationalen Pokal, das haben wir auch erreicht. Und damit beenden wir nun diese Saison. Die Meinungen über mich gehen auseinander. Ich bin mit mir zufrieden. Ich denke, es war eine wunderschöne Saison. Zwei Pokale haben wir geholt. In der Champions League bitter ausgeschieden. Und in der Liga haben wir es einfach verkackt gegen die FC Chelsea. Das muss man so sagen. Trotzdem war es toll. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen an dieser Stelle. Macht es gut. Bleibt am Ball. Und wir sehen uns dann beim weiteren FIFA-Projekt wieder. Bis dahin. Macht es gut. Und ciao.